Hallo, ich wollte euch zeigen, was man machen kann aus Fruchtgummi Haribo. Ich habe hier ein paar schöne Blumen gemacht. Habe ich einen ganz starken Kleber aus solchen Fruchtgummi, habe ich auf dem Wasserbad geschmolzen. Schmelzen lassen auf dem Wasserbad und habe ich solche, auf solche Packungen werde ich machen, so eine Art Torte. Also wild aussehen wie eine Torte, nur mit Haribo. Mit diesem Kleber, ich zeige euch, wie alles geht. Insgesamt habe ich die zwei Packungen und noch diese. Alles, was ihr seht, ist auf dem Tisch. Ich habe auch aus Backpapier ausgeschnitten und geklebt. Jetzt werde ich rund um diese Packung so ein Papier kleben, auch mit diesem Kleber. Mit diesem solchen Kleber aus Haribo. Diese selbstgemachte Klebe aus Haribo klebt so stark, sogar die Finger kann man nicht mehr. Schaut euch an. Das ist der stärkste Kleber überhaupt. Ich habe hier die Backpapier zusammengeklebt rund um diese Dose, damit ich jetzt diese Haribo auf dem kleben kann, auf den Deckel auch, und dann gleich zeige ich euch. Bis gleich. So, aus ich wollte nur zeigen, einige schöne Sachen aus, also einige Blumen oder sowas habe ich schon dekoriert aus Haribo. Solche schöne, hübsche Blumen. Die sind aus Frucht, aus sowas. Die Kinder lieben das, wenn es, ja, macht mehr Spaß. Was ist für Kindergeburtstag ideal? Werden die Kinder, die Augen von Kindern strahlen, wenn sie sowas sehen, dass bunt und schön dekoriert sind, die Teller mit Haribo, mit egal welche. So, jetzt haben wir unsere Packung mit Klebe geklebt mit Backpapier, damit wir auf ihn werden wir jetzt mit solchen Haribo-Kleber, die sehr, sehr stark ist, werden wir auf diese Packung Haribo kleben, überall. Und danach sieht aus wie eine schöne Torte oder ein großes Bonbon. Ich zeige euch gleich weiter, wie es geht. Das ist die sehr, sehr starke Kleber. Jetzt werde ich zur Seite stellen, damit ich euch zeige, müssen wir so. Werden wir schmieren einfach mit einem Messer. Wieder Kleber aus Haribo. Ja, und werden wir.
So, so sieht aus bis jetzt unsere schöne Haribo-Torte. Jetzt werden wir, habe ich wieder diese Klebe aus Haribo geschmolzen, weil ihr müsst ihr schnell verarbeiten. In 10 Minuten ist es schon sehr hart. Es wird ein paar, 2-3 Löffel Wasser. Mit 2-3 Löffel Wasser und wird es, schmelzt sich die ganze. Großzügig mit solche Klebe über die Backpapier getan. Jetzt werden wir schon ja schöne Form machen. Werden wir versuchen. So sieht bis jetzt aus. Jetzt werde ich versuchen, was ganz Schönes zu machen. Jetzt, weil ich so viele solche habe, muss gucken, was wir am meisten. Ja, passt perfekt. Wir haben am meisten von dieser Sorte. Da müssen wir gucken, was dazu noch passt, damit das. So, wie ihr seht, da muss ich mal immer wieder großzügig mit dieser Klebe, damit das alles festklebt. Hier. Wenn hart wird, diese gleichen paar Minuten, dann hält es viel fester, hält alles. Und die Gelatine, diese. Und wichtig ist, dass ihr Haribo kauft mit Gelatine, dann hält. Dann wird ein ganz toller, starker Kleber. So, haben wir unsere wunderhübsche Torte aus Haribo für Kindergeburtstag. Sieht super aus und ja, interessant und süß. So, ich hoffe, dass mein Film und meine Idee euch inspiriert hat. Ich wollte euch sagen, man kann auch sowas Teller dekorieren und dann auf den Tisch für die Kinder das. Sieht auch super schön und interessant und hübsch aus. Und man kann auch solche eine Torteform oder fertig machen. Viel Spaß nachzumachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.